Auch Präsident Uli Hoeneß hielt sich bedeckt. Zu SEM-Thema äußere ich mich nicht mehr, sagte er am Samstag ein wenig erregt und beschied Fragesteller mit der recht dreisten Behauptung, wir haben SES-Thema noch nie in Öffentlichkeit getragen. Nein, natürlich nicht, er hat ja auch nicht vor Weihnachten einen Fanclub darüber abstimmen lassen, dass Jupp Heynckes bleiben muss und auch ansonsten öffentlich um seinen Freund geworben. Sportdirektor Hasan Salihamidžić sieht Angelegenheit völlig entspannt, wie er am Samstag betonte. Wir haben unseren Trainer, bis wann auch immer, sagte er lachend und ergänzte, sicher ist eins, wir werden am 8. Juli mit einem Trainer auf dem Platz stehen. Mats Hummel verriet, dass er mit Heynckes über das Thema auch schon gesprochen habe. Wir schauen mal, wie er sich entscheidet. Wir haben Verständnis, egal, was er macht, sagte er. Heynckes setzt mit erster Elf ein Zeichen, abgesehen von der anhaltenden Diskussion um seine Zukunft hat Heynckes beim FC Bayern aber alles im Griff, und wenn es noch eines Beweises dafür bedurft hätte, dann war er am Samstag beim souveränen 6:0/3:0 gegen den Hamburger SV zu sehen. Ab der 30. Minute spielten Münchner für 25 Minuten ein bisschen Larifari, wie Hummels zugab, über weite Strecken traten sie gegen den erbärmlichen HSV aber derart seriös auf, als sei schon Champions League. Video, mit Schuld am Bayern-Debakel, Hollerbach kritisiert HSV-Bosse Heynckes hatte schon mit seiner Aufstellung ein Zeichen gesetzt, er spielte vermeintlich erste Elf und wollte sich beweisen. Wir haben gezeigt, dass wir alle heiß waren, sagte Arjen Robben, Torschütze, 55. neben Robert Lewandowski, 12., 18. und 90. Foul-Elfmeter, sowie Frank Ribéry, 8. und 81. Der Trainer macht uns Beine. Der Konkurrenzkampf ist da. Die Motivation auch, sagte Thomas Müller. Mit voller Konzentration in der Bundesliga, dass der FC Bayern Meister wird, lässt sich nicht mehr verhindern, und schon am kommenden Wochenende könnte es zum bereits 28. Mal so weit sein. Heynckes aber gelingt es in der Zwischenzeit dafür zu sorgen, dass seine Mannschaft Bundesliga ernst nimmt. Wir können uns nicht einfach nur auf Champions League konzentrieren, sagte Robben, nein, der FC Bayern müsse auch in der Bundesliga zeigen, dass wir gut drauf sind, sonst droht Schlendrian. Und das heißt auch, Beşiktaş Istanbul muss sich am Mittwoch im Achtelfinalrückspiel der Champions League 18 Uhr März im Live-Ticker keine Hoffnungen machen, dass es der FC Bayern nach dem 5:0 im Hinspiel ruhig angehen lässt. Wir wollen von Anfang an klar machen, dass SES 5:0 Bestand hat, sagte Müller. Anschließend ergänzte er, geht's nach Leipzig, wo ich mich auch an sehr interessantes Spiel erinnere. Video, Heynckes fordert, dranbleiben, steigern, motiviert.